Jetzt müssen wir uns erstmal mit Gras treffen. Nachdem wir hier. Das haben wir beim letzten Mal gesehen. Die Arme wurde überrumpelt und angegriffen und verletzt. Können wir gleich eine Kerze für anzünden. Wir haben gerade zum etwas looten. Und der Bärse Doc, der hat uns im letzten Mal verraten, wie wir hier in die Leichenhalle kommen. Aus der Leichenhalle aus können wir dann Hinweise zu dem ein Arzt. Warum musst du mich belästigen? Ich loote mal hier ein bisschen. Müde. Weißt du, es ist offensichtlich, dass du dir mal dein rechtes Bein gebrochen hast. Das juckt hier niemanden. Sieh an, ein Hexer. Loot einfach. Faszinierend, wie deine Augen auf das Licht. Oben nochmal nachgucken. Ein Patient. Erstmal looten, so muss das. Viel Bier hier. Hier wird wahrscheinlich jetzt Medikament genutzt. Bei einem gewöhnlichen Menschen würde meine Diagnose Blutarmut lauten. Aber du bist nicht gewöhnlich. Du bist ein Hexer. Ja. Abgeschlossen. Schade. Ja, hier. Kopfhörer zurechtrutschen. Zurechtknautschen. Angeblich ist wieder eine Leiche gefunden worden. Keine Augen im Kopf, kein Herz in der Brust. Welche Bestie tötet auf diese Art und Weise? Nur Menschen sind zu solch einer Grausamkeit fähig. Viel Alkohol. Können wir brauchen. Können wir für Heilung trinken. Oh nein. Euch geht's besser, wenn man nicht so viel Alkohol trinkt. Ganz schön kalt. Ist der Dünne mal beide Seiten auch nicht dumm aufgehen. Auch etwas seltsam. Guck dir das an. Können wir noch mal gelootet werden? Oh, eine Urkunde. Hiermit wird bekannt gegeben, dass der Besitzer dieses Dokuments berechtigt ist, unter dem Namen Stanek im Ring zu kämpfen. Das könnte noch was werden. Nein, nicht so. Zieh es mir in die Länge. Okay, hier geht's lang. Ach, das kommt uns doch bekannt vor hier. Joachim von Kranz. Na, bereit für einen Spaziergang in der Kanalisation? Das ist der Doktor. Auf geht's. Bereit und neugierig. Geh voran. Ich bitte darum. Also Präventivmedizin in der Kanalisation. Worum geht es dabei? Überleg mal. Es ist sehr mühsam, die Opfer von Ertrunkenen zusammenzuflicken. Warum nicht am Problem statt an den Folgen arbeiten? Ich habe versucht, die Tempelwache in die Kanalisation zu schicken. Vergebens. Da habe ich die Sache eben in die Hand genommen. Kostenlos? Ihr verdammten Idealisten macht uns noch das Geschäft kaputt. Jetzt nichts mehr zu looten.
Ja. Hörst du das? Schon eine Weile. Waffe ziehen. Nochmal Kissen zu looten. Ja, gleich. Ist noch leere Flaschen. Ist doch keine Ursache, so ein paar zu looten noch. Ist doch kein Grund zum Schreien. Oh, Brot. Das hätten wir hier verpasst. Doch hier nicht hier. Oh, ein Wasserwerk. Verdammt. Das hat mich schon mal besiegt. Ja, nicht das Wasserwerk, aber. Im Sumpf haben wir schon mal gegen so eins verkackt. Mal ein bisschen was essen. Medizin wird jetzt nicht so unbedingt. Wie sieht es aus? Bitte die Wahrheit, ohne Umschweife. Ihre Wunden werden heilen, aber ihre Stimme macht mir Sorgen. Sicher ist dir klar, was ein Stimmverlust für eine Bardin bedeuten würde. Er könnte sie sogar den Lebenswillen kosten. Kann man nichts tun? Ich fürchte, nur dein Freund Rittersporn kann in dieser Hinsicht helfen. Vielleicht haben wir nicht irgendeinen Hexerspruch, der mir helfen könnte, Fluch oder so. Grausam. Da müssen wir links. Nimm die Leiter. Schon dabei. Wir sind da. Komm. Je schneller wir es hinter uns bringen, desto besser. Warum? Hast du noch Termine? Jemand könnte uns stören. Der Leichenbeschauer zum Beispiel. Oder Nathaniel Pastoli. Also gut. Wir suchen die Leiche eines Zwergs. Eines Schnitzers. Okay. Schau ich mich mal an. Der ist doch schon ein Zwerg. Auf Anhieb. Ein Äpfelchen. Mehrere Zwerge. Das muss er sein. Das ist eine Sie. Denk dran, Bärte sind bei Zwergen nicht geschlechtsspezifisch. Ihr nehmt das Amazon Herr der Ringe Serie. Zwerg, aber die Hände, nicht die Hörter. Eines Schnitzers, eher die eines Bankiers. Hörter, Amazon. Herr der Ringe. Ringe Serie. Spielen an den Händen, Holzspäne im Bart, Kleider voller Harz. Das muss unser Zwerg sein. Sehr gut. Du gehst doch nicht in die Knie, wenn du Blut siehst. Durchaus nicht. Fang an. Wo? Kopf, Torso, Hände, Beine, Genitalien. Nur nach was suchen wir? Torso, würde ich sagen. Untersuchen wir den Torso. Was haben wir denn da? Eine tiefe Wunde auf der linken Thoraxseite und eine Narbe über die ganze Länge des Abdomens. Untersuchen wir die Wunde im Oberkörper. Ja, das Herz wurde rausgeschnitten und die Wunde verätzt. Augenblick mal, da ist noch was. Decke. Ein Ei, ein Amphibienei, ein Salamander. Versenkt, aber intakt.
Ich habe zwar ein paar Herpetologie-Vorlesungen gehört, aber ich wüsste nicht, dass Amphibien zur Eiablage Leichen benutzen. Entweder lag Professor Kochran fürchterlich daneben, oder dies ist das Werk unseres Mörders. Dann hat unsere Freundin erjagt im Körper. Das ist scheiße. Sieh dir die Narbe an. Lange, dünne Wunde. Eine Inzision. Aber die Ränder sind ausgefranst. Das heißt nichts. Schau, keine Schwellung, keine Hämatome. Eine alte Verletzung, vielleicht ein Arbeitsunfall. Öffne die Bauchhöhle. Vorsicht, es wird nach Verwesung stinken. Ich habe mal bis zum Bauch in der Jauche gegen einen Zeugel gekämpft. Da bezweifle ich... Halt, das riecht nicht nach Verwesung. Formaldehyd, eine medizinische Neuheit. Stark verdünnt dient es der Konservierung von organischem Gewebe. Weniger verdünnt ist es ätzender als Säure. Das würde erklären, warum keine Verwesung zu riechen ist und warum seine Kehle verätzt ist. Mhm. Den Kopf sollten wir. Sehen wir uns seinen Kopf an. Die Haare riechen versengt, als wäre er in einem Feuer gewesen. Fällt dir noch was auf? Dass man ihm die Augen entnommen hat, zum Beispiel? Sind das Brandspuren in seinen Augenhöhlen? Ja, und graues Pulver. Asche das hat vermutlich. Wehgetan. Sehr fein. Der Mörder hat ihm die Augen entfernt und ihm dann glühende Kohlen in die Augenhöhlen gesteckt. Sieht so aus. Nach den Wunden zu urteilen, war unser Schnitzer noch am Leben, als es geschah. Ja, aber ja. Was für ein Brutalo ist das denn? Untersuchen wir den Mund. Verätzungen. Blasen. Wie bei Priscilla. Es ist ein widerlicher Mord. Ich hoffe, den finden wir. Sieh da. Sein Kehlkopf hat einen Schnitt. Tatsächlich. So dünn, dass man ihn leicht übersieht. Ein kleines, sehr scharfes Instrument. Ein Skalpell. Aber warum? Die Wunde ist zu klein, um zu bluten, und es gibt Anzeichen einer Schwellung. Der Mörder, ich glaube, er hat eine Tracheotomie gemacht, damit das Opfer nicht zu schnell stirbt. Damit das grausam foltern kann. Sieh dir die Hände an, diese Striemen. Die stammen von einem Strick, nicht? Er war gefesselt. Das ist anzunehmen. Anders hätte man ihn ja nicht foltern können. Sprichst du aus Erfahrung? Ja, aus der eines Opfers. Ich habe ein Jahr in den Kerkern von Dreiberg verbracht. Lange Geschichte. Vielleicht ein andermal. Siehst du die Schwiele? Unser Zwerg hat einen Ring getragen. Den hat jemand abgenommen. Hast du an seinen Beinen was Interessantes festgestellt? Sein rechter Fuß. Der Knöchel ist geschwollen. Zehennägel sind abgebrochen. Er hat offenbar hart zugetreten, bevor er abgetreten ist. Das scheint mir nicht der passende Moment für Scherze. Tut mir leid. Als Chirurg hat man andere Empfindlichkeiten. Mhm. Und einen anderen Humor. Seine Genitalien, die sollten wir untersuchen. Ich bezweifle stark, dass die was mit der Sache zu tun haben. Mal sehen. Runter mit seiner Hose und dann... Oh, Scheiße. Syphilis eher. Frühes Stadium. Kein Zeichen von Diffusion. Könnte da ein Zusammenhang... Höchstens als mögliche Motivation des Mörders. Ja. Also gut. Ich glaube, ich weiß genug. Dann erleuchte mich bitte. Ich habe nämlich keine Ahnung, worum es hier geht. Was das Motiv sein könnte. Es gibt kein Motiv in diesem Sinne. Der Mörder ist schlicht und ergreifend wahnsinnig. Ungünstig. Solche Leute sind besonders schwer zu fassen. Diese Spur sollte verfolgt werden. Weißt du, wie er hieß? Fabian Meyer. Und ich bin Hubert Reck, der Leichenbeschauer. Ich wollte die Autopsie vornehmen, aber du hast sie schon erledigt, Joachim. Wie immer mischst du dich ein, wo du weder erforderlich noch erwünscht bist und bringst dabei andere in Schwierigkeiten. Wer ist das? Ein Student, ein lebenslänglicher, mit einigen Fragen.
Dann raus damit. Aber beeil dich. Hochwürden Nathaniel kommt zur Inspektion. Er müsste bald hier sein. Mhm. Wo wurde die Leiche des Schnitzers gefunden? Das ist wichtig. Willst du Nachforschungen anstellen? Aufregend. Er ist in seiner Werkstatt gestorben, südlich des Marktplatzes, gleich neben dem Tor nach Ferneck. Da wurde auch die arme Bardin angegriffen. Die ganze Stadt spricht davon. Mhm. Aber der Schnitzer, Eustachius, der Leichensammler, hat uns die Leiche gebracht. Mit dem solltet ihr reden. Ich habe ihn eben um die Ecke gesehen bei... Oh, meinen Gruß, Hochwürden. Wer sind diese Leute? Ich dachte, ich hätte klargemacht, dass niemand eingelassen werden darf. Unter keinen Umständen. In der Tat, aber das sind Freunde des Verstorbenen. Gekommen, um die Leiche zu holen. Ausgeschlossen. Bringen Sie sofort raus. Wie Hochwürden wünschen. Meine Herren, kommt bitte mit. Ihr werdet einen anderen Weg nehmen. Warum hast du uns gedeckt? Ich habe nur meinen eigenen Hintern gedeckt. Wenn Hochwürden Nathaniel erführe, dass jemand in die Leichenhalle spaziert ist und ohne Erlaubnis eine Leiche geöffnet hat, bekäme ich große Schwierigkeiten. Aber daran hast du nicht gedacht, Joachim, was? Wie immer. Tja, eure Mutwilligkeit gefällt mir zwar nicht, aber auch ich will diesen Mörder hängen sehen. Wenn ich also etwas Neues erfahre, lasse ich es euch wissen. Hm. Danke. Warum sagst du nicht, dass du den Leichenbeschauer kennst? Wir hätten uns die Kanalisation sparen können. Ich kenne ihn. Darum gehe ich ihm aus dem Weg. Genug davon. Ich entscheide, wann ich von einem Thema genug gehört habe. Was verbindet euch miteinander? Alte Geschichte. Wenn du darauf bestehst... Die Studentenproteste 1242. Hast du von denen gehört? Ich habe sie angeführt. Hubert verriet mich an die Behörden. So landete ich im Kerker. Jetzt weißt du es. Was hast du jetzt vor? Es gibt zahlreiche Spuren. Die Werkstatt des Schnitzers, den Leichensammler, der ihn gebracht hat, die Gasse, in der Priscilla überfallen wurde. Ich habe einiges zu tun. Ich auch. Im Hospital. Ich muss zurück. Aber ich drücke die Daumen. Und ich behalte dich im Auge. Okay. Scheiß Penner. Na dann, untersuchen wir die Gasse, an der Priscilla angegriffen wurde, mit Hilfe der Männer unserer Hexensinne. Und danach untersuchen wir den Ort, an dem der Herr Schnitzer starb. Auf die Straße raus! Auf den Rücken trägt man einen Köcher. Arme Lichter. Monster müssen sie gejagt haben. Die ganze Stadt ist jetzt voll verschwunden. Müssen wir mit dem sprechen? Ey, das, ich meine, der ist am nächsten dran. Das sollten wir als erstes vielleicht machen. Ganz einfach. Bist du Eustachius, der Leichensammler? Woher weißt du das? Ich glaube, das ist der vierte Sinn. Du hast Fabian Meyer in die Leichenhalle gebracht? Vierte Sinn? Fabian? Fabian? Ach ja, richtig. Keine Augen, kein Herz. Einer von denen, oder? Auch keine Börse, wenn ich mich recht entsinne. Du hast Fabians Leiche durchsucht? Naja... Ich habe vielleicht einen Blick in seine Taschen geworfen, damit nichts umkommt. Nennen wir die Dinge beim Namen. Du bist ein Flatterer. Gut, nennen wir sie beim Namen. Das geht dich einen Scheißdreck an. Was bist du? Ein Steuereintreiber? Verpiss dich, Mutant! Rede, was hast du bei ihm gefunden? Ja, wie du willst. Endlich macht sich das mal. Nur Tant und Schnickschnack. Einen Ring mit Glasperlen, ein paar Münzen, einen Brief. Schau, aus erstklassigem Pergament. Ich wisch die Schrift ab und verkauf's als neu. Das ist Menschenhaut. Priscilla, der Name des nächsten Opfers. Wenn du dies der richtigen Person gegeben hättest, wäre ihr vielleicht nichts passiert. Was zur Hölle kümmert mich irgendeine Priscilla? Haben wir nicht genug Frauen in der Stadt?
Geh mir aus den Augen. Sofort. So, die Gasse. In so herrlicher Natur. Denn der Quest laufen wir schon ewig dran vorbei. Und jetzt erstmal woanders hin. Ich hab dich im Blick. Muss das sein? Ist das langweilig? Die Gasse hier. Die will nicht reinkommen. Okay, wo zum Fick? Wollte ich mich gerade hin verlaufen. Auf einmal wieder eine Kanalisation, wie zum Henker. Aber okay. Keine Spaziergang durch Kanalisation. So geht's natürlich auch. Also willkommen mit einer Bibliothek. Man stelle sich das vor. Ja. Na, hübscher. Mhm. Predigt eines besorgten Bürgers. Vergesst nicht, liebe Leute, dass das Licht, das vom Feuer ausgeht, jegliche Dunkelheit verträgt, jede Lüge aufdeckt, jede wertlose und verdorbene Seele enthüllt. Nicht einmal Doppler, die ihre Gestalt wechseln können, sich vor seinem Licht verstecken. Auch nicht Hexen und Zauberinnen, die die Bevölkerung mit Leichtigkeit an Nase herumführen. Und auch nicht die freizügigen Frauen, die den Männern des Nachts auf der Straße mit ihren Reizen den Kopf verdrehen. Entsamt der trügerischen und unmoralischen Magie, bedeckt sittsam eure Leiber und hegt keine unsauberen Gedanken, dann wird euch das ewige Feuer aller Monster und Sünder aufzeigen oder euch ebenfalls in seine Flammen verzehren. Ein besuchter Bürger. Ha, können wir da nicht mit ihm fahren? Ist er das? Woher soll ich das wissen? Beobachtet ihn! Wir werden sehen! Armer Städter! Ich kriege mal einen Faustkampf. Ach komm! Nein, Scheiße! Helft mir! Du meinst wohl, du kannst mich auch aufschlitzen, was? Schieb sie in den Arsch, du Irrer! Huren können auch kämpfen! Ha! Ganz ruhig, ich tu dir nichts. Was machst du hier? Rache üben? Was glotzt du denn? Weißt du nicht, dass Mörder immer an den Schauplatz des Verbrechens zurückkehren? Meine Brüder und ich werden ihm einen gebührenden Empfang bereiten. Für Priscilla. Fast hätte er sie erledigt, der Hundesohn. Ich weiß, ich bin hier, um nach Spuren zu suchen. Und mit allen zu reden, die etwas wissen können. Ich kann dir aber ist doch nicht der Mörder. Aber ich kann dir sagen, was ich weiß. Okay. Das du und Priscilla seid Freunde? Freunde, nein. Aber sie hat nicht nur eine dumme Hure in mir gesehen. Das war schon was. Ich wollte die Hurerei aufgeben und was Anständiges machen. Aber niemand wollte mich einstellen.
als Wäscherin nicht, als Dienerin nicht, als Köchin nicht. Nur Priscilla war anders. Sie hat mir angeboten, mich in ihrem Stück zu besetzen, weißt du? Mhm. Viele Schauspieler hatten Angst vor ihren Scherzen über das ewige Feuer. Lispel-Lotte auf der Bühne. Kannst du dir das vorstellen? Na, der Traum ist ja jetzt ausgeträumt. Ich stehe wieder an der Straße. Das tut mir leid. Es könnte auch schlimmer sein. Das sag ich mir jedenfalls. Ach, das mit dem Lispeln ist ja auch nicht. Ja. Priscilla war nicht das einzige Opfer. So ist dir das klar? Mein Lieber, kann man trotzdem natürlich machen. Ist es das. Kann's trotzdem das hat ja nicht erst gestern begonnen. Es sind schon andere so gestorben. Aber wer gibt was drauf? Menschlicher Abfall. So nennen uns die Wachen. Erinnerst du dich an Namen? Sie hatten keine richtigen Namen. Glatze, Locke, Backe. So wurden sie genannt. Keine Freunde, keine Familie. Die Leichen sind schon lange verbrannt. Ja, Sprachfehler. Das kann auch was sein, was einen hervorhebt aus der Menge. Es gibt ja auch hervorzustechen und das ist dann auch. Da fällt mir gerade der Anwalt ein hier. Herr Anwalt heißt der, glaube ich. Das ist der hat ein bisschen Lispelt, weil nicht nur ein bisschen, sondern der Lispelt bei seinem. Es macht halt, es ist. Mehr langweilig, wenn es komplett normal wäre. Nein, komplett normal sind die auch nicht, die Videos. Ich muss mich noch etwas umsehen. Wäre nett, wenn ihr mich nicht stört. Versteht sich. Wir halten uns zurück. Aber wenn du hier noch etwas findest, sag es uns. Mir dröhnt der Schädel. Ja, ich bin da ja auch nicht ganz. Ich bin ja auch nicht ganz ohne Makel in dem Gebiet. Stottern, Lispeln. Ja. Okay, hier übers Theater. Okay, Gasse, wo wir nicht reinkommen hier. Den Versuch was wert. Nein! Hey Hexer, der Leichenbeschauer will dich sehen. Noch ein Opfer. Ich soll dir sagen, dass die Vordertür für dich offen ist. Du sollst kommen, so schnell du kannst. Ich habe hier noch eine Sache zu untersuchen. Meine Kinder! Ja, sie entführst du. Hier kriecht ein Hexer rum. Seht, Leichenlast. Ich kam bis jetzt bloß noch nicht rein. Jemand da? Verschwinde! Oder ich lass die Hunde los! Fetzer! Striegel! Bei Fuß! Schon gut. Ich bin wegen Fabian Meyer hier. Ich suche den Mörder. Ah, das ist dann wohl was anderes. Sitz! Dumme Tölen! Platz! Komm rein! Langsam! Sonst beißen sie! Wer bist du denn eigentlich? Der Bruder des Verblichenen. Gus heiße ich. Wir hatten zusammen eine Werkstatt. Meier und Meier. Mhm. Und jetzt heißt sie nur Meier? Nein, Mann. Ich mach sie dicht. Sobald ich einen Käufer für die Hütte finde, gehe ich zurück nach Mahakam. Und zu meiner Familie. Oder was davon noch übrig ist. Also, was willst du wissen? Was kann ich dir über Fabian sagen? Sag mir, was du über den Mord weißt. Ausführlich und in der richtigen Reihenfolge. Es war so. Ich kam aus Ochsenfurt zurück und sah eine Rauchwolke über der Stadt. Ich dachte schon, Mist, ich verpasse, wie sie eine Hexe verbrennen. Aber der Rauch kam nicht vom Platz des Hierarchen, sondern von hier. Siehst du die Rußflecken? Da sind unsere Skulpturen verbrannt. Die Leute versammelten sich um das Feuer und fanden Fabian hier daneben. Als ich eintraf, hatten sie ihn schon auf einen Wagen geladen. Hast du mit den Nachbarn gesprochen? Haben die was Verdächtiges gesehen oder gehört? Angeblich nicht. Aber selbst wenn, sie hätten nicht geholfen.
Die Novigrader machen selbst um blutende Waisenkinder einen großen Bogen, damit die Schnabelschuhe sauber bleiben. Was soll sie da, ein Zwerg scheren? Hatte dein Bruder Feinde? Mochte ihn jemand nicht? Oder er vielleicht bedroht? Nein, eigentlich war es Fabian, der so einem Mädel einmal gedroht hat. Er war ein guter Zwerg und ein hervorragender Handwerker. Aber auch ein unverbesserlicher Hurenbock. Wann immer wir etwas Geld hatten, ich wollte davon Werkzeug und gutes Holz kaufen, aber er schnappte sich immer die Börse und ging zu den Huren. Auf einmal hat er es besonders abgesehen. Er setzte ihr zu, rief, es ist alles deine Schuld, du Menschenschlampe, und warf ihr noch andere Obszönitäten an den Kopf. Ich weiß nicht, was das sollte. Vielleicht war er in sie verliebt. Weißt du, wo ich sie finde, diese Schlampe? Stadtfriedhof. Sie ist vor ein paar Tagen gestorben. Einfach so im Schlaf. Ein Fieber, hat ihr Zuhälter gesagt. Ah, ja. Gut, wir haben genug geredet. Ich muss mich umsehen. Sei mein Gast. Aber pass auf die Hunde auf. Sei mein Gast heißt natürlich, was wir finden. Natürlich.